Schön, dass auch du wieder dabei bist und dich für deine Gesundheit interessierst. Ich möchte heute etwas über ein ganz bestimmtes Protein berichten. Das P53-Tumor-Suppressor-Gen. Das klingt jetzt erstmal nicht sehr spannend, aber ich sage euch, das ist somit das Spannendste überhaupt bei uns im Körper. Er wollte doch etwas über einen Stoff erzählen, den er nimmt bei Krebs. Und jetzt redet er von einem ganz bestimmten Protein. Wie hängt das zusammen? Wichtig. Die meisten Stoffe haben keine eigene Wirkung auf Krebs, sondern die steuern deine Gene. Anders gesagt, sie helfen deinem Körper, es selbst zu tun, sodass dein Körper noch die Kontrolle hat. Bei einer Chemotherapie ist das völlig anders. Da tötet tatsächlich die Substanz, zum Beispiel Cisplatin, die Zellen und entzieht sich damit auch der Kontrolle deines Körpers. Diese zwei Mechanismen müssen dringend unterschieden werden. Aber es war der Grund, wieso ich ihn damals, diesen Stoff, ins Sortiment genommen habe. Da ich sicher bin, dass noch viel Forschung kommt und auch schon viel Forschung da ist. Aber nur mal zurück zum Protein. Dieses Protein entscheidet, ob du Krebs bekommst oder eben nicht. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts erkrankt in Deutschland fast jeder Zweite im Laufe seines Lebens an Krebs. Bei Frauen beträgt das Risiko 42,6% und bei Männern 47,5%. Also solltest du dringend bis zum Ende dranbleiben. Denn ich werde dir nicht nur erklären, wie es arbeitet, dieses Protein, sondern auch, wie du es dir zunutze machen kannst und wie du es positiv beeinflussen kannst. Das heißt aber nicht, dass du damit auch deinen Krebs heilen kannst. Das wäre hier rechtlich nicht korrekt, so zu sagen. Deine DNA beinhaltet viele Informationen. Genau genommen, jede Zelle bei dir beinhaltet den gesamten Bauplan jeder bei dir im Körper vorkommenden Zelle oder Struktur. Wusstest du das? Man muss es sich so vorstellen. In einer Bibliothek findest du alle Informationen, die du dir nur vorstellen kannst. Doch du musst wissen, welches Buch du lesen musst, damit du deine Informationen bekommst, die für dich wichtig sind und die dich weiterbringen. Genauso ist es auch bei uns im Körper. Wenn das Protein, wovon ich gleich rede, das P53-Tumor-Suppressor-Gen, auf deine DNA, in Klammern Bibliothek, trifft, muss es wissen, welche Information es braucht von der gesamten Informationsflut. Und hier kommen die ganz bestimmten sekundären Pflanzenstoffe, von denen ich gleich reden werde, das Grünteeextrakt, ins Spiel. Dein Körper macht es so, bei Stress werden bestimmte Proteine hergestellt. Diese sind fachspezifisch und lesen nur den Teil ab von deiner DNA, den dein Körper jetzt braucht, um etwas gegen den Stress zu tun. Stress bedeutet für unseren Körper übrigens vieles, zum Beispiel Sauerstoffmangel, Hypoxie. Denn es führt dazu, dass kein Zucker mehr veratmet werden kann. Und damit hungert dein Hirn. Das ist Stress. Tumorgewebe, Sauerstoff- oder Stickstoffradikale oder DNA-Schädigungen, die damit einhergehen oder Strahlung, Pestizide, Schwermetalle, Mikroplastik und so weiter und so fort. Wenn eins davon passiert, führt das dazu, dass das P53-Tumor-Suppressor-Protein stabilisiert wird und gebildet wird bei dir im Körper. Dieses Protein veranlasst nämlich genau, dass es nur die Genabschnitte abliest von deiner riesen DNA. Der Bibliothek, die jetzt wichtig ist zur Wiederherstellung des stressfreien Mediums. Dabei wird die DNA transkribiert, also umgeschrieben auf den Notizblock des P53-Proteins. Quasi ein Verteidigungsminister ist das P53-Tumor-Suppressor-Protein gegen Krebs und gegen Stress. Dies wird im Zellkern dann an deine DNA geführt, sodass es sich dort die wichtigen Baupläne holt, um die Verteidigungsstrategien gegen den Stressfaktor vorzunehmen. Damit dies auch wieder aufhört, wenn der Feind, also der Stress im Körper, beseitigt ist, gibt es auch ein weiteres Protein namens MDM2, welches das P53-Tumor-Suppressor-Protein wieder hemmt. Ist jedoch sehr viel Stress da, wird das P53-Tumor-Suppressor-Protein resistenter gegen den Abbau des MDM2-Proteins. Doch was macht das P53 eigentlich ganz genau? Es kann dafür sorgen, dass Zellen Apoptose einleiten, das heißt den programmierten Zelltod. Zum Beispiel bei Krebszellen oder wenn sie alt sind, damit sie erneuert werden und recycelt werden. Zweitens, es kann dafür sorgen, dass Zellen nicht mehr suffizient Zellteilung begehen. Doch was ist so gut daran? Da sie entartet sind zum Beispiel und diese Entartungsinformationen nicht weitergeben sollen. Drittens, es kann dafür sorgen, dass bestimmte Abschnitte auf der DNA repariert werden, sodass die Zellen sich wieder teilen können. 2 und 3 bedingen sich übrigens. Das ist das Tolle. Es kann quasi einen Zellstopp einleiten, dass die Zelle sich nicht weiter teilt und dann den Reparaturmechanismus einleiten und dann darf die Zelle sich erst weiter teilen. Das ist das Wunderbare. Viertens, es kann dafür sorgen, dass Zellen altern, was ein negativer Effekt ist. Jegliche Art von Stress. Viele fragen sich bestimmt schlechte Lebensgewohnheiten von anderen Menschen. Warum lässt das andere Menschen altern? Hier ist die Antwort. Die Radikale zerstören Gewebe und P53 wird aktiv und führt ebenfalls auch dazu, dass Zellen altern.
Es ist wichtig, dass das Protein P53 da ist, denn es hilft uns zu überleben und nicht wie jeder zweite mittlerweile an Krebs zu erkranken. Aber gleichzeitig auch lässt es uns altern, von daher die Prävention ist ganz wichtig. Gefährlich wird es, wenn die Aktivität zu niedrig ist von dem P53, und darum geht es in diesem Video. Oder wenn eine Missense-Mutation, das heißt eine Mutation des Proteins vonstatten geht, welche veranlasst, dass es seine Funktion verliert oder verändert. Das ist übrigens der Hauptgrund, wieso Krebs entsteht. Eine Mutation in dem Protein, das Krebs bei dir im Körper überhaupt erst verhindern soll. Ich möchte euch einen Stoff vorstellen, der es wirklich in sich hat. Also möchte ich euch in diesem Video zwei Mechanismen zeigen, der Stoffe, wie ihr P53, das Tumorsuppressorprotein, hindert zu mutieren und seine Funktion zu verlieren und wie man die Aktivität des Tumorsuppressorproteins P53 anhebt und ankurbelt. Grünteeextrakt, genauer genommen der Hauptwirkstoff Epigallocorticingalat, EGCG, zeigt eine besondere Eigenschaft. Es dient als Katalysator für das P53-Tumorsuppressorprotein. Denn indem das Grünteeextrakt das P53-Protein acetyliert, das heißt eine Acetylgruppe addiert, an das Protein, kommt es so richtig in Fahrt. Das passiert am Ende des Terminus der Aminosäure Lysin, des P53-Proteins, wer es genauer wissen will. Das zeige ich euch jetzt hier in einer Abbildung. Wir sehen hier an Tag 7, bei Grünteeextrakt und bei dem Hauptwirkstoff Epigallocorticingalat, kommt es zu einem sehr gut sichtbaren und messbaren Anstieg des Tumorsuppressorproteins P53 in den Prostatakrebszellen. Durch die Exposition von Grünteeextrakt oder Epigallocorticingalat. Ja. Wir sprechen hier von einer Verdopplung der Aktivität des Tumorsuppressorproteins in den Krebszellen durch die und ebenfalls auch in der acetylierten Form. Jetzt wollten die Wissenschaftler wissen, ob dieser Effekt wirklich von dem Grünteeextrakt weiter abhängt oder wenn man die Quelle entfernt, dass es sich dort wieder normalisiert. Und man sieht hier ganz klar, dass sobald man das Grünteeextrakt oder das Epigallocorticingalat entfernt, kommt es zum starken Einbruch der Aktivität des Tumorsuppressorproteins P53. Ein ganz starker Knick auf einmal sehen wir hier. Damit ist klar der Zusammenhang und die Abhängigkeit belegt zwischen dem Tumorsuppressorprotein P53 und dem Grünteeextrakt. Es gibt noch weitere erstaunliche Eigenschaften, was das Grünteeextrakt mit sich bringt. Es aktiviert nicht nur das Tumorsuppressorprotein bei dir im Körper, es hindert es sogar, dass dieses inaktiviert wird bzw. deacetyliert wird. Denn das macht die Histon-Deacetylase, HDAC. Sie inhibiert, genau genommen, hemmt wieder dein P53-Protein. Man sieht hier sehr deutlich, wie die Aktivität der Histon-Deacetylase, die das Tumorsuppressorprotein bei dir im Körper inaktiviert, gehemmt wird, sodass das Tumorsuppressorprotein P53 stärker seiner Tätigkeit nachgehen kann. Und das ist der Zelltod bei Krebszellen zum Beispiel. Wir sehen hier, wie stark nach Tag 7 die Aktivität hier eingeschränkt wurde durch das Grünteeextrakt und Platz gemacht wurde für das Ausleben des Tumorsuppressorproteins P53. Einfach erstaunlich. Doch wie stark wirkt es denn jetzt wirklich auf den Zellzyklusstopp bei Krebszellen? Zum Vergleich wurde die Kontrollzellen genommen und es konnte gezeigt werden, dass mit einer statistischen Signifikanz, egal in welchen Konzentrationen, 5 oder 10, der Zellzyklusstopp bei Krebszellen deutlich stärker vonstatten ging, wie ohne Grünteeextrakt oder Epigallocorticingalat. Und in B konnte gezeigt werden, dass auch hier mit der höchsten statistischen Signifikanz das Grünteeextrakt und das Epigallocorticingalat zu den meisten Apoptosen, also programmierten Zelltoten, führten in Krebszellen. Es gab schon viele Untersuchungen, wo gezeigt werden konnte, im Vergleich zu anderen sekundären Pflanzenstoffen schneidet das Epigallocorticingalat in Krebszellen, zum Beispiel hier in Darmkrebszellen, immer am besten ab. Es hat eine weitere schöne Eigenschaft. In einer placebo-kontrollierten Studie konnte gezeigt werden, dass Epigallocorticingalat und Resveratrol, übrigens auch die beiden Stoffe, die wir auch kombiniert haben in einem Produkt, und dazu noch liposomal, das Insulin bei uns im Körper senkt und auch den HOMA-Index, der darüber Aufschluss gibt, wie insulinresistent du bist. Und das mit einer statistischen Signifikanz. Wieso dies so wichtig ist? Insulin ist das anabolste Hormon im Körper und verursacht Wachstum. Alles das, was wir nicht wollen bei einer Krebserkrankung. Wir haben jetzt gesehen, dass Epigallocorticingalat das Tumorsuppressorprotein P53 beeinflusst. Und zwar so, dass es aktiver wird. Und jetzt ist noch zu klären, wie man verhindert, dass das P53 mutiert. Wodurch ja überhaupt Krebs erstmal auch entstehen kann. Ne, wenn das Protein mutiert, was ja normalerweise Krebs bei dir im Körper verhindern sollte. Das kann verhindert werden, indem man ein gutes Redoxpotenzial bei dem Körper hat. Also ein hohes antioxidatives Aufkommen hat. Antioxidantien puffern nämlich freie Radikale ab, die Elektronenmangelverbindungen sind. Indem Antioxidantien ihnen Elektronen liefern, damit sie wieder
friedlich sind und körpereigene Strukturen nicht zerstört werden, zum Beispiel auch die DNA, denn das ist auch der Ursprung von Krebs. Antioxidantien, zum Beispiel durch sekundäre Pflanzenstoffe, helfen körpereigene Antioxidantien hochzuhalten. Zum Beispiel schützen sie das körpereigene Glutathion mit das wichtigste Molekül im menschlichen Organismus. Dass es sich selbst verbraucht, wird immer unwahrscheinlicher, wenn andere Antioxidantien, die Glutathion beschützen, da sind. Und in dem Fall kann das Glutathion intrazellulär eben noch zusätzlich das P53 schützen im Zytoplasma oder eben auch im Zellkern. Limitierung gibt es natürlich auch, denn diese erste Studie wurde in Zellen gemacht. Daher ist es schwer abzuschätzen, wie viel man davon einnehmen müsste, von dem Grünteeextrakt, damit man diese Konzentration erreicht. Wir verkapseln es zwar in Liposomen, sodass es noch eine deutlich höhere Bioverfügbarkeit hat, aber das bietet eben auch keine hundertprozentige Sicherheit. Daher ist es wichtig, einen allgemeinen gesunden Lebensstil zu haben, mit wenig Stress, bio-unverarbeiteten Lebensmitteln sowie viele sekundäre Pflanzenstoffe und keine leeren Kalorien wie isolierte Zucker oder Fette, die keine Mikronährstoffe liefern oder auch keine sekundären Pflanzenstoffe beinhalten. Dieser Stoff, von dem ich gerade geredet habe, Grünteeextrakt und so weiter, sind nur ein Teil eines ganz großen, der betrachtet werden muss. Wer seinen Lebensstil noch nicht im Griff hat, sollte dies definitiv zuerst angehen und sich darauf konzentrieren, damit die Basis stimmt. Und man kann dann bestimmen, welche sekundären Pflanzenstoffe noch supplementiert werden können. Zusammenfassend kann man sagen, das Tumorsuppressorprotein P53 ist der Captain bei dir im Körper, wenn es um Krebsbekämpfung geht. Mutiert es selbst oder ist es inaktiv, ist der Krebs nicht mehr weit. Sekundäre Pflanzenstoffe haben in vitro gezeigt, hier zum Beispiel das Epigallocorticingalat, Grünteeextrakt, dass diese Stoffe eine Wirkung haben könnten. Mehr Forschung wird in Zukunft benötigt, um dies zu belegen. Am besten in randomisierten Kontrollstudien. Dankeschön für deine Aufmerksamkeit. Auf purazell.de könnt ihr mich unterstützen für meine kostenlose Arbeit. Bis gleich auf purazell.de. Bis zum nächsten Video. Ciao.